Herzlichen Grüßen, liebe Zuschauer. Ich möchte für euch eine schöne, gute Ikonik-Waffen anzeigen. Das heißt Colt 1911. 45 ACP Kaliber. Aber was wissen wir von dieser Waffe? Diese Waffe am 1911 geboren. Waffen mit Munition auch. Erster Weltkrieg und danach Zweiter Weltkrieg bei USA-Seite, bei USA-Soldaten durchgekriegt und durchgekämpft und bis 1985 war im Dienst. Warum sollte USA Army und Marine Corps abtauschen? Weil dieses Munition, ACP-Munition war nicht modern. Und deswegen stellt auf 9mm Luger rüber. Diese Version von Umarex kommt 9mm PAK Kaliber. Das es sieht auch so. Aber Entschuldigung, das ist nicht 100% realistisch, weil Waffenkörper ist ein bisschen dünn. Normalerweise ein 45 bisschen dicker. Aber große 1 zu 1. Also, schauen wir dieses Waffe. Dieses Waffe hat SA-System, Single Action kann man Schießen abgeben. Waffe hat eine manuelle Sicherheit, Knöpfe. Magazinhalter, Knopf auch gut funktioniert. Aber Schnitthalter nicht gut funktioniert, weil nach letzter Schuss nur im Magazin gestoppt. Magazin hat gestoppt und das hat nur, wenn ziehst du ganz hinten und danach kannst du abstellen. Magazin raus, neue Magazin rein und danach kannst du noch näher, weil es war leer. Danach kannst du nochmal schießen. Na denn, bauen wir dieses Waffen aus. Wie darf und wie kann man dieses Waffen ausbauen? Aber das ist sehr einfach. Ausbauen realistisch auch gehalten. Ich denke so, das gefällt mir sehr, weil ich mag realistische Waffen. Also erstmal Magazin rausnehmen. Wir prüfen dieses Waffen über. Keine Munition im Lauf. Und so weiter. Danach musst du einsichern. Dieses Teil, diese Knöpfe drückst runter und danach diese Barrel Bushing kannst du erstmal links oder rechte Seite auf drehen, egal wohin. Kannst du rausziehen. Danach musst du auch dieses Knöpfe eindrücken und drehen. Danach kannst du auch rausziehen. Dieses Ersatzteil musst du ausnehmen. Danach kannst du die Schnitte. Was ist das? Kannst du alles vor abziehen. Na denn, schauen wir mal. Zink. Wie heißt ein ungarischer heißt Spiater gemacht und geboren? Ich denke so, dieses Wanddurchmesser ist sehr, sehr dick, dünne, nicht zu dick. Deswegen müssen wir mit Aufpassen benutzen, weil diese Laufzeit, ich denke so, nicht so viel, maximal 200, 300 Schuss abgeben und danach kannst du die Müll schicken, wegschmeißen oder weiterhin Deko-Waffen benutzen. Für 170 Euro, ich denke so, das ist sehr zu teuer. Besonders wie, Technical Accessories und Technical Datei ist auch ein bisschen schlecht. Lauf ist sehr lang und hier ist das Startteil. Feder ist auch da,
Aber dieses große Problem, nur SA-System, Single Action, kann man auch schießen abgeben. Ich denke so, okay, dieser richtige offizielle 45 kann auch nur SA benutzen und Cocked and Locked im Holster in Scheiden halten. Aber, naja, Magazin mit Panzer drin. So sieht aus. Aber bauen wir zurück. Erstmal fangst du damit. Danach kommt dieses Teil zurück. So, jetzt kommt Metallschnitt. Metallschnitt hat nicht richtig stark gemacht und musst du einsehen. Und danach kannst du diese Knöpfe, Fixierungsknöpfe zurück packen und zurückdrehen. Das wäre besser und gut, wenn sieht aus das so. So, diese drei Punkte muss so halten. So stellen. Und danach kommt Barrelbushing zurück. Musst du unterdrücken, abdrücken, reindrücken und danach kannst du in gute Position drehen. Und so weiter benutzen. Cocked and Locked Variant, das bedeutet Patron im Lauf und Hammer entspannt und danach ein Sicher. Und wer muss du schießen abgeben bei Selbstschützen? Nur aus und schieß. Danach kommt alles automatisch. Aber das ist, ich denke, so sehr verständlich. Das wollte ich sagen in meinem dieser kleinen Video. Und ich bin dankbar, wenn hast du mein Video gesehen. Dankeschön, wünsche ich euch einen schönen Tag noch und tschüss.